Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Busenbahn 1990. Und heute zeige ich euch den modernen Park und Rheinpark raus hier am Stadtbahnhof in Iserlohn. Und hier, auf dem Außenfahrwesten steht eine Ladestation von den Stadtwerken Iserlohn, Inochi-Ladestation. Und direkt nebenan befindet sich so Familienparkplätze. Jetzt gehen wir mal rein. Okay. Das kann man nach oben gehen. Mal schauen, was es hier so gibt. Mal schauen, ob es hier Fahrstühle gibt. Oft wird die Befindung hier nur Treppe. Oder ebenfalls Abstellraum. Da ist die Ausfahrt und die Einfahrt befindet sich oben auf der Hauptstraße. Das ist hier wohl auch mit dem Video überwacht. Und hier oben befindet sich die offiziellen Park- und Rheinstellplätze. Extra blau, sehr, sehr gut blau markiert. Aufzüge gibt es hier leider nicht. Und so sieht das jetzt hier aus. Parken rein. Direkter Anschluss hier zu den Zügen. Zum Süden in Richtung Hagen und nach Essen. Fahren die Aufzüge bis zu uns sogar auch nach Dortmund über Schwerte. Mit dem so werde ich gleich fahren. Und es ist ein Bus von der FVG. Da ist ebenfalls nur ein Treppel vorhanden. Hier ist die Einfahrt. Da ist die Einfahrt. Ich kann aus, als ist die Ausfahrt. Da ist ein Ex-Abellio-Fürth. Mal gehen wir unten hin. Mal schauen, wie teuer das Ganze ist. Wie teuer das Parken hier ist. Die Einfahrt ist mir auf Video überwacht. Der Parkausweis findet sich unten, hab ich gesehen. Und hier soll wohl auch der Ladesäule entstehen, wie das richtig sehe. Und noch steht hier gar keine Ladesäule, das ist die Einfahrt. Mal schauen, ob das Parkausweis hier ist. Die Kurve aussieht, aber die ist heute hier nicht besetzt. Ausfahrt. Okay. Ah, da ist der Kastenautomat. Ah, hier steht Parkgebühren. Stadtbahnhof 1 Euro pro Stunde. 50 Euro je angefangene Woche. Und Dauerparker bezahlen 50 Euro pro Monat. Variabler Platz. Das heißt, dass man keinen festen Platz zugewiesen bekommt. Und jetzt Sonderpreis 1 Euro je angefangene Stunde bis maximal 3 Euro in den Abendstunden und an Sonn- und Feiertagen. Und jetzt kommt die Park- und Reitparkplätze. Blau gegen Bereiche kosten 70 Cent je angefangene Stunde bis einen Tag. Wochenticket 8 Euro. Monatsparken kosten 20 Euro mit dem Pendler. Und der Sondertarif kostet 70 Cent und maximal 3 Euro. Sprich, man hat hier 20 Cent Rabatt. Man spart 30 Cent die Stunde. Aber sinnvoll würde ich hier sagen, sinnvoll würde ich mir ein Tagesticket wünschen. Achso, vielleicht. Nee, das gilt ja nur so abends, da würde ich maximal betragen. Das finde ich wirklich schade. Aber 70 Cent pro Stunde finde ich fair für ein Innenstadtparkhaus. Bei ganz anderen Kommunikationen fahren der Deutschen Bahn und der für Iserlohn Geld und Verkehr haben will. Obwohl muss man das jetzt hier ja nachweisen. Und leider kann man hier nur mit Bar bezahlen. Aber wo kann man das jetzt hier nachweisen? Ähnliche Stadt. Wo kann man das hier nachweisen? Dass man ein Parken reinnutzt. Dann gehen wir vielleicht oben in eine Taste oder so. Keine Ahnung. Da muss man da oben irgendeinen Schalter die markieren, also eine Aufsicht ist hier nicht. Mal schauen, ob es eine Fahrradkasse am Kasten an Einfahrt gibt. Nope, gibt es nicht. Schade.
gibt es nicht. Maximal höchstens 2,1 Meter Höhe. Und einfach für Motorräder und maximal 2,5 Tonnen Maximalgewicht. Und das war's auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.